Woher kennt ihr die Leute vom Uhrwerk Verlag? Ist es auch menschenverachtend? Warum habt ihr euch für ein System entschieden wie Fate, was einen aus der Immersion aktiv herausreißt und dann einen auf die Metaebene zwingt, wenn es darum geht, Aspekte zu definieren? Worum geht es ganz allgemein in Abenteuern, die ich in Malmsturm erleben kann? Sitzt ihr dann einmal im Monat am Kamin in so einem Herrenzimmer, raucht eine Pfeife und tragt dann eure Tabellen zusammen? Oder wie macht ihr das? Wie kann man sich das vorstellen? Meine Frage, wann kommt die limitierte Edition mit Menschenhaut und in Blut geschrieben? Die gibt's schon. Die gibt's schon. Ja, moin moin und damit willkommen. Ich habe hier heute drei Gäste bei mir und bevor ich die vorstelle, dürfen die das nämlich selber machen. Das könnt ihr nämlich viel besser als ich und ich würde sagen, wir fangen an mit Werner. Erzähl doch mal, wer du bist. Ja, Werner Hartmann. Ich bin der Typ, der das Setting zum Malmsturm verbrochen hat. Das ist ausreichend erstmal für den Anfang. Wir machen weiter mit Dominik. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin Dominik Pilarski und bin auch einer der Malmsturm-Leute und ja, projektiere im Grunde genommen die ganze Sache ein wenig und mache das Layout. Ja, und der dritte im Bunde ist der Björn, der Björnige. Und auch du darfst dich einmal bitte vorstellen. Ja, ich bin der Björn Beckert und ja, ich zähle nicht zu den Malmsturm-Jungs der allerersten Stunde, sondern bin erst ein bisschen später eingestiegen und habe dann auch mit am Malmsturm-Setting so einiges mit verbrochen. Gut, das heißt, wir wissen so ganz grob, wer ihr seid, aber jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen eure ja, Vergangenheit beleuchten. Wie sieht denn eure bisherige Rollenspielkarriere aus? Wo habt ihr mit denn angefangen? Seid ihr schon immer bei Fate gewesen oder was habt ihr so in eurer Karriere bisher so alles getan? Ja, angefangen habe ich tatsächlich als Spielleiter, ohne vorher jemals auch nur einen Tag gespielt zu haben. Das ergab sich auch noch mit einem komplett selbstgeschriebenen Setting zum größten Teil, weil ich einfach ein paar Typen kennengelernt habe, die schon jahrelang Rollen spielten. Und einer von denen fragte mich dann, als er mitbekam, dass ich an sowas rumdoktere, ja, und wann spielen wir? Naja, und dann hatte ich es halt an der Backe. Das war auch ein ziemlich obskures System, beziehungsweise Grundsetting, das hieß Warp World, war was Postapokalyptisches mit Magie. Und die hatten aber eigentlich nur für den amerikanischen Kontinent Hintergrund. Und für Europa habe ich halt selber was geschrieben damals, weil ich das ganz lustig fand. Ja, und so ging das dann los. Dann habe ich auch noch ein bisschen Shadowrun und so. Der Rest war dann relativ konventionell. Das Einzige, was man bei mir sagen muss, ich habe für deutsche Verhältnisse, glaube ich, die etwas ungewöhnliche Rollenspielherkunft, dass ich nie irgendwas Deutsches geleitet oder gespielt habe. Was eigentlich schade ist, ne? Eigentlich ist das sehr schade. Irgendwas ist ja immer. Dementsprechend habe ich auch angefangen, für Rollenspiele auf Englisch zu schreiben. Erst Artikel und das erste Druckwerk, wo mein Name draufsteht, das ist die dritte Edition von GURPS Horror. Ja, okay, damit hat man auf alle Fälle so einen kleinen Überblick zu Werner. Wie sieht denn das aus bei Dominik? Deine Rollenspielkarriere? Ja, die hat damit angefangen, dass ich seinerzeit im Schrank meines Bruders eine ominöse schwarze Schachtel mit den DSA-1-Basisregeln gefunden habe. Die fand ich recht spannend von der ganzen Optik. Bin damit zu einem Freund und damit hat eigentlich die ganze Misere angefangen. Sprich, ich bin ganz klassisch mit DSA-1 eingestiegen. Das ist dann rübergewandert zu AD&D, hin zu Earthdawn. Also wir sind jetzt da irgendwo so in den 90ern. Und ja, dann habe ich eigentlich da schon fast den Fehltritt gemacht und mich mit immer mehr und mehr Settings und Rollenspielen zu beschäftigen, was auf der einen Seite meiner Meinung nach ein Fluch als auch ein Segen ist. Ich bewundere Leute, die, weiß ich nicht, 20 Jahre lang Midgard spielen und da einfach nicht versaut sind von irgendwelchen anderen Regeln und da
der Kopf ständig über irgendwelche Systemmechanismen kreist und derlei Dinge. Aber für irgendwas ist es ja auch gut gewesen, denn die ganze Sache hat mich dann irgendwann dazu gebracht, dass ich 2007 den Entschluss gefasst habe, den Rollenspiel-Almanach zu gründen, einen Newsblog für die Rollenspielszene, den ich lange Zeit betreut habe, der auch, naja, noch so halb aktiv ist. Hin und wieder schreibe ich da was, aber in den letzten 2 bis 3 Jahren eigentlich kaum noch, da ich durch ja, verschiedene Umwege mehr in die Macherszene gerutscht bin, auch über den Rollenspiel-Almanach. Und so meine Zeit auch einfach endlich ist. Und ich habe unter anderem war ich Mitglied im Projekt Kopfkino, das verantwortlich ist für so Rollenspiele wie Ratten oder auch Funky Colts. Ich habe dann einige Zeit für Prometheus Games gearbeitet. Ich habe die erste Edition von Savage Worlds grafisch betreut. Habe auch mit Cyan Hero zu tun gehabt und habe auch für später dann auch für Ulysses gearbeitet, um dann auch für den Uhrwerk Verlag viel zu machen. Ja, da hat es sich dann einfach irgendwann auch ergeben, als ich mit Fate in Kontakt gekommen bin, mit meinem besten Freund, dem Stefan, haben wir dann den Entschluss gefasst, dass wir Fate übersetzen wollen, erstmal für uns. Und ja, daraus hat sich dann Malmsturm entwickelt, daraus hat sich dann eine komplette deutsche Fate-Spielreihe beim Uhrwerk Verlag entwickelt. Und naja, diese ganze Sache wiederum hat dazu geführt, dass ich den Almanach nicht habe weiterführen können. Und jetzt bin ich halt eben auch ein ja, Macher in der deutschen Rollenspielszene. Ja, geben wir das Wort weiter an Björn. Wie sieht das mit dir aus? Bist du ähnlich alt wie die beiden anderen und dementsprechend erfahren? Oder was kannst du so vorlegen? Ähnlich alt, ja. Hat bei mir damals angefangen mit DSA 2, auch in den 90ern. Dann vermutlich auch relativ klassisch über die ganzen Storyteller-Systeme, Vampire und Mage. Wir haben damals auch vergleichsweise viel Traveller gespielt. Ja, ich bin dann so ungefähr Mitte der 2000er im Studium dann so ein bisschen ans Schreiben gekommen, habe als Fanprojekt relativ viel für die Riesland-Ausarbeitung dieses Fanprojekt Rakshasa geschrieben gehabt, hatte auch so, ja, so ein paar Kleinigkeiten für Opus Anima verfasst und so richtig mit Schreiben angefangen hat es dann bei mir allerdings damit, dass ich Sachen für Space 1889 verfasst habe. Ja, dann bin ich zum Malmsturm-Team gestoßen. Ich glaube, damals über diverse Sachen im Tannelorn-Forum. Korrekt. Das Tannelorn ist an vielem schuld. Ja, das muss man so sagen. Ja, okay. Ich glaube, Dominik hat da schon so ein bisschen was dazu gesagt, dass er dann für Uhrwerk gearbeitet hat. Wie sieht es miteinander aus? Woher kennt ihr die Leute vom Uhrwerk Verlag? Haben die einfach gesagt, ihr habt jetzt Fate übersetzt und wenn ihr jetzt ein eigenes Setting schreiben wollt, wie Malmsturm, wir lassen euch da freie Hand? Oder wie kam es jetzt dazu, dass man euch da hat machen lassen, was ihr wollt? Die Sache ist einfach die, dass wir, also Stefan und ich, damals eben dieses Fate 3, Spirit of the Century, übersetzt haben und dann umgearbeitet haben für unser liebstes Genre Fantasy und dort allerhand ja, neue Regeln reingebaut haben, um nicht mehr die Hausaufgaben machen zu müssen, die man für verschiedene Anpassungen von Fantasy-Welten an Regelsystemen zu leisten hat. Und so kam dann halt eben dieses Fate-Fantasy-Regelwerk zustande, da Evil Head, der Originalverlag, schon damals das Regelwerk unter die OGL, also eine frei verfügbare Lizenz, gestellt hat. Und da Stefan
Werner und ich, wir uns auch kannten, hat man halt eben am Spieltisch, man hat in diversen Runden auch miteinander gespielt, auch da mal drüber geredet und dann, naja, dann kam irgendwie auch eins zum anderen und so kam es dann auch dazu, dass wir über eine Welt nachgedacht haben, die Welt von Malmsturm. Und davon hat dann auch letztendlich Björn wieder Wind bekommen, Björn Lensig, ein ja, Illustrator, den einige Leute wahrscheinlich auch kennen, ist auch in unserem Freundeskreis unterwegs. Und so haben sich dann am Ende des Tages vier Leute mit, naja, ich sag mal, mit vier Kernkompetenzen irgendwie zusammengetroffen, um Malmsturm zu machen. Und die Idee war eigentlich, ein deutsches Fate-Regelwerk zu machen mit einer eigenen Welt, das illustriert ist und das Ganze in ein hübsches PDF zu gießen. Und da ich mit Patrick Götz vom Uhrwerk Verlag auch befreundet war zu der Zeit und immer noch bin, haben wir bei einem gemeinsamen Kinobesuch über diverse Projekte gesprochen und ich hatte auch ein Netbook dabei und habe ihm ein paar Illustrationen vom Björn gezeigt und das fand er interessant. Und dann stellte er halt eben die, wie ich heute meine, schicksalsträchtige Frage, ob man das Ganze nicht vielleicht verlegen sollte. Und naja, der Rest ist Geschichte. Ja, okay, dann würde ich einfach mal weiterleiten. Wir stellen uns vor, ich bin der fiese Firmenchef und ihr dürft euch jetzt in einem Bewerbungsgespräch mit drei Adjektiven beschreiben, beziehungsweise nicht euch selbst, sondern das Malmsturm-Setting. Welche drei Adjektive würden euch da in den Sinn kommen? Und da wir drei Leute sind, dürft ihr auch mir jeweils drei nennen. Die dürfen sich bitte unterscheiden. Björn, fang doch mal an. Wie würde ich Malmsturm beschreiben? Es ist düster, das auf jeden Fall. Es ist einerseits klassisch, weil es sich an ja, klassische Sword and Sorcery der frühen Epochen orientiert. Gleichzeitig ist es aber auch anders. Ja, wenn du jetzt sagst anders, dann musst du das bitte noch einmal genau definieren, weil anders können natürlich alle. Ja, das ist richtig. Ja, wie würde ich das anders definieren? Bricht mit Konvention. Ja, ich sag mal so, es ist insofern anders, als dass es sich teilweise an andere Vorbilder anlehnt, als das jetzt eine klassische Fantasy, als beispielsweise ja, Midgard, DSA oder Splittermond zu tun. Okay, damit kann ich auf alle Fälle was anfangen. Ja, Werner, da wurde vorgelegt, jetzt musst du nachlegen. Malmsturm, das Setting ist in sehr grundlegender Weise menschenzentriert, humanozentrisch. Dazu könnte man eine Menge sagen, aber das ist ein ganz wichtiger Bereich. Die Welt von Malmsturm ist außerdem im wahrsten Sinne des Wortes eine erzählte Welt. Das bezieht sich auf die Präsentation und auf die Physik und Metaphysik der Welt. Und Malmsturm ist ganz bewusst auch, und das ist im Deutschen schwer zu fassen, weird. Also ein bisschen merkwürdig extrem. Ja, weird würde ich zulassen, ist natürlich ein englischer Begriff, aber ich weiß schon, was du dir darunter vorstellst und kann man, glaube ich, auch gar nicht so gut ins Deutsche übersetzen. Okay, jetzt der schwerste Part an Dominik, die wurden sechs Adjektive schon aus den Segeln genommen, leg doch bitte nach. Ja, damit ich Zeit zum Nachdenken habe, sage ich schwarz, breit, stark. Malmsturm ist in meinen Augen immersiv. Ich habe das Gefühl, dass die Texte einen schon in die Welt hineinziehen. Immersiv dahingehend, dass ich das Gefühl habe, dass sie bei all der ausschweifenden Art und Weise, wie sie teilweise geschrieben sind, weil sie sich einfach an die Vorbilder der frühen Sword and Sorcery Autoren anlehnen, trotzdem
es schaffen, sehr viel zu transportieren, um ein immersives Gefühl zu erzeugen. Gerade was, wenn jemand das Buch liest, wird er an allen Ecken oder die Bücher liest, wird an allen Ecken und Enden sogenannte Stimmen oder Schriften aus der Welt finden. Das sind ganz kleine, sehr atmosphärische Texte, die direkt aus der Welt stammen, und die transportieren für mich auf kurzem Raum sehr viel Farbe der Welt. Und deswegen würde ich sagen, immersiv. Dann ist Malmström definitiv authentisch mit all dem, was es bedeutet, also sowohl auf der Ebene der Spielwelt an sich, weil es unter anderem halt eben auch ein Eckpfeiler der Sword and Sorcery ist, Authentizität oder Credibility, als auch auf der Seite der Leute, die da dahinter stehen. Das ist in weiten Teilen oft sehr anstrengend, ist aber ein... Du lachst. Ja, aber es ist in weiten Teilen ein Gruppengefühl, das durch die Gruppe sich zieht, das ich sehr bemerkenswert finde, weil keiner im Team sich davor scheut, auch mal die Extrameile zu gehen, um eine Sache objektiv besser zu machen. Und als drittes würde ich sagen, es ist wahnsinnig. Unter anderem wegen dem authentischen Aspekt, als auch ob der plakativen Illustrationen und auch diverser Inspirationen und Textstellen, die in dieser Welt einfach vorkommen. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr oberflächlich und nebulös, aber das haben Adjektive oder so, oder drei Adjektive, glaube ich, so an sich, dass man da nicht so ausschweifend das erklären kann. Also immersiv, ja, also, wahnsinnig und authentisch, das wären meine drei. Ja, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht reingrätschen darf, um es zu ergänzen, wahnsinnig sozusagen auf mehreren Ebenen. Ja, okay. Jetzt sagte Werner, das Ganze ist humanozentrisch, der Mensch steht im Vordergrund. Ist es auch menschenverachtend? Nein. In gewisser Weise würde ich sogar sagen, im Gegenteil. Es ist enorm brutal und mit Sicherheit auch wirklich teilweise sehr plakativ in seiner Darstellung von so ziemlich allem. Aber es ist gerade eben deshalb nicht menschenverachtend, weil der Mensch steht eben nicht unbedingt im Vordergrund, er steht im Mittelpunkt. Der Mensch in Malmström ist so merkwürdig, dass an einigen Stellen auch auf den ersten Blick erscheinen mag, immer der Dreh- und Angelpunkt von so ziemlich allem. Es gibt zum Beispiel in Malmström, das ist schon ein recht wichtiges Element, eigentlich keine Fremdrassen. Es gibt sowieso nur relativ verdeckt nichtmenschliche Völker oder Rassen, wie man die jetzt nennen will. Aber in jedem Fall gilt immer, wenn man die Hintergründe weiß oder nachliest, am Ursprung und im Kern sind das eigentlich alles Menschen. Einfaches Beispiel: im Imperium, einer der kaputtesten Ecken in Malmström, wenn man so will, ist Dämonologie eine anerkannte Praxis und Wissenschaft, aber ein gewisses Segment von dem, was dort als Dämonen bezeichnet wird. Naja, die sehen vielleicht furchtbar aus, sind 2,50 Meter groß, haben 6 Augen, Fangzähne und einen Greifschwanz. Aber in der Welt, aus der sie rausgerissen wurden, um dann irgendeinem imperialen Adligen zu dienen, waren sie einfach nur
Schuster in irgendeinem Dorf. Und so komisch das auch wirken mag, aber das bedeutet letztlich, die einzigen Monster, die es im Malmsturm gibt, sind genau die gleichen Monster, die es bei uns auch gibt. Und das sind alles Menschen. Okay, dann hat Dominik eben gesagt, es ist immersiv, zumindest die Welt. Und beim Durchlesen des Regelwerkes hatte ich auch das Gefühl, dass es immersiv ist. Dann aber die Frage an euch, warum habt ihr euch für ein System entschieden wie Fate, was einen aus der Immersion aktiv herausreißt und dann einen auf die Metaebene zwingt, wenn es darum geht, Aspekte zu definieren. Gerade jetzt, wenn es darum geht, ich habe zu viel Energie verbraucht und muss den Stress abbauen, ein Malmsturm entsteht. Da wird dann ja ganz aktiv darüber diskutiert, was jetzt passiert. Und das ist natürlich auf einer OT-Ebene. Warum habt ihr euch dann für Fate entschieden? Ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube aber, dass es wie mit jedem Rollenspiel sich auch bei Fate so verhält, wenn man die Investition getätigt hat, das System zu kennen und der ganze Tisch kennt es, also sprich die Erfahrung ist einfach da, glaube ich, dass dieses Herausreißen und dieses Hinüberwechseln auf die Metaebene verschwindet, weil es einem in Fleisch und Blut übergeht. Und von daher betrachte ich das dann auch gar nicht als so wild und würde auch Fate gar nicht als ein System bezeichnen, das dann, so wie du es jetzt gerade beschreibst, im harten Kontrast zu einer immersiven Welt steht. Aber um deine Frage zu beantworten, warum man sich für Fate entschieden hat, ich habe Fate gelesen, unabhängig davon hat Stefan Fate gelesen, das war Fate 2 und wir sind an einem Wochenende beide aufeinander zugerannt im bildlichen Sinne und haben gesagt, boah, ich habe da was total Tolles gefunden, was total Neues. Der Tipp kam auch für mich. Ich habe den Tipp bekommen von Andreas Mellhorn. Kam dann auf den Stefan zu und habe zu ihm gesagt, boah, ich habe da was total Cooles gefunden, was total Schickes, das löst unsere Probleme, denn wir haben zu der Zeit an einem eigenen Rollenspielsystem geschrieben, wie so ziemlich jeder Rollenspieler und standen vor Problemen, die wir irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen haben und haben unabhängig voneinander halt eben Fate gelesen, haben festgestellt, das löst unsere Probleme und für uns war das einfach die Wucht in Tüten, wie die Philosophie von Fate so tickt und dass die genau das ist, was wir eigentlich haben wollen oder genau das unterstützt, wie wir eigentlich spielen wollen, nämlich das gemeinsame Erzählen einer Geschichte, unterstützt von Regeln. Vor allem so dieser Aspekt von Fate, diese narrative Wahrheit, also sprich, dass etwas in einer Geschichte wahr wird, der hat uns so begeistert, weil es einfach sehr nah an anderen Medien war, mit seinen Regeln, wie dort Geschichten erzählt werden. Also wenn man einen Roman liest oder wenn man einen Comic liest oder einen Film sieht, das sind, oder halt eben auch ein Rollenspiel spielt, das sind alles unterschiedliche Medien, die unterliegen alle ihren eigenen Bestimmungen. Deswegen ich zum Beispiel auch nichts davon halte, dass man sagt, dass das Buch zum Film ist schlecht oder der Film zum Buch ist schlecht. Ich selber kann also sehr gut beide Medien irgendwie konsumieren und dann beide auch getrennt voneinander bewerten und halt eben sagen, ja gut, mit dem Buch habe ich da halt eben diese Erzählebene und diese Vorteile des Mediums, während ich beim Film halt eben ganz andere Vorteile genieße. Und das muss beides nicht gleichgeschaltet sein, kann es auch gar nicht. Aber ich fand eben, dass Fate diesem roten Faden des Erzählmediums, dem Comic, Film und Roman halt eben unterliegen, sehr gut abdeckt. Und das fand ich für mich bahnbrechende Entdeckung einfach. Und aufgrund dessen haben wir gesagt, boah, wir müssen das auf Fate 2, das ist ja total super. Jetzt gibt es dieses Spirit of the Century, das ist Fate 3, das ist nochmal ein Ticken besser. Das müssen wir übersetzen. Und dann,
ja, kam es halt eben dazu, dass wir dann mit dieser Malmsturmwelt dann auch angefangen haben. Ja, wenn ich kurz was dazu sagen darf, eine Sache ganz speziell, Malmsturm kam nach Fate. Also Stefan und Dominik hatten halt dieses Übersetzungsprojekt beziehungsweise dieses Fantasy-Regelwerk-Variantenprojekt für Fate 3.0. Und dann war eben die Frage, bringt man das mit einer dazugehörigen Welt raus? Antwort ja. Nächste Frage, was für eine Welt? Und ich hatte damals ein paar Grundideen, die für die beiden sich dann begeistern konnten, war Malmsturm. Und bei Malmsturm habe ich halt von Anfang an die Welt so konzipiert, dass in ihr Dinge, die in Fate Regelbestandteil sind, nichts anderes sind als ziemlich direkte Abbildungen einer ganz bestimmten Art von Physik bzw. Metaphysik in dem Setting. Weswegen eben Aspekte und Geschichten und narrative Wahrheit etwas sind, das in dem Setting von Malmsturm real ist. Es ist halt so, dass Fate und Malmsturmwelt sehr, sehr eng verzahnt sind. Ja, also diese Möglichkeit, dass man eben über irgendwas am Spieltisch diskutiert und dann daraus entsteht, wie letztendlich die Szene aussieht, spiegelt auch so ein bisschen wieder, was metaphysisch dann in der Welt von Malmsturm tatsächlich passiert. Jetzt gehen wir mal auf die Abenteuer ein, weil wir wollen ja, wenn wir diese Welt haben, dann natürlich auch ein paar Abenteuer drin erleben. Und nehmen wir an, wir sind jetzt nicht so kreativ und können uns was aus den Fingern saugen. Ihr habt jetzt aktuell auch ein Abenteuerwerk, eine Anthologie herausgebracht. Worum geht's da, beziehungsweise worum geht's ganz allgemein in Abenteuern, die ich in Malmsturm erleben kann? Wie sieht dann Malmsturm-Abenteuer generell aus? Nun, wir haben Fate, das schließt Railroading natürlich aus. Deswegen sind die Szenarien meistens sehr, sehr freigestaltet. Im vorliegenden Band ist es jetzt beispielsweise so, die Malmsturm-Welt besteht aus drei relativ großen Bereichen, Norden, Weißmark und Imperium, stehen jeweils für verschiedene Geschmacksrichtungen von Fantasy, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und das Ganze enthält drei Abenteuer, jeweils in einem dieser drei Bestandteile der Malmsturmwelt. Und wir haben da einmal eine klassische Sandbox drin. Wir haben ein Krimi-Abenteuer drin mit vorgefertigten Charakteren. Und wir haben ein Abenteuer drin, wo wir halbfertige Charaktere bieten. Ja, geht generell schon mal in die richtige Richtung. Du sagst, Railroad wird ausgeschlossen. Das ist bei Fate natürlich so, weil die Spieler wieder mitwirken können, eine Art Co-Spielleiter sind. Wie sind denn die Abenteuer generell aufgebaut? Sword and Sorcery-Manier, ich denke jetzt an Conan oder an Xena, die Kriegerprinzessin. Ist das so stumpf ist Trumpf oder gibt es da spannende Plots? Stumpf ist Trumpf ist eine Möglichkeit, aber nicht zwingend. Wir haben beispielsweise das Weißmark-Abenteuer drin. Das ist die bereits angesprochene Detektivgeschichte, sich so ein bisschen an Sachen wie From Hell oder Le Miserable orientiert, wo jeder der Charaktere dann so seinen Dreck am Stecken hat, was auch so ein bisschen verwickelt ist. Ja, also, dass man jetzt nur rein als Barbar Sachen durch Prügelei löst. Kann mal ein Sturm sein, ist es aber nicht ausschließlich. Wenn ich kurz reingrätschen darf, ich finde dass man Conan da ein wenig Unrecht tut. Natürlich ist das ist Bild, die andere Geschichte, ja. Natürlich ist das plakative Bild des wütenden Barbaren sehr stark im Vordergrund, aber wie Werner ja schon sagt, das ist humanozentrisch, also sprich, es steht eigentlich, auch dieses Bild sollte nicht im Vordergrund stehen und es steht im Vordergrund und es sollte aber nicht im Mittelpunkt stehen, was es tut. Wenn ich einen kleinen Bogen schlagen darf, Abenteuer für Fate sind natürlich schwierig zu schreiben, da man nicht voraussehend schreiben kann, wie jetzt irgendwelche Gruppen
dieses Abenteuer durchlaufen. Allein schon, weil jede Gruppe mit irgendwelchen charakterzentrierten Aspekten so vernetzt ist, wenn man Fate so spielt, wie es halt eben gedacht ist, dass es schier unmöglich ist, mit einer vorgefertigten Geschichte oder mit einem vorgefertigten Abenteuer in dieses Beziehungsnetzwerk hineinzugehen und zu sagen, wir spielen das jetzt. Natürlich kann man das auch mit Fate spielen, entweder indem sich die Spieler zurückhalten oder indem der Spielleiter hergeht und sagt, naja, ich gebe euch Schicksalspunkte dafür, wenn ihr jetzt meine narrative Wahrheit zulässt. Und aber dann hat man halt eben dieses Railroading. Das heißt, wie sollte man Fate-Abenteuer schreiben oder wie sollte man da herangehen? Meine für mich praktikable Lösung ist, und das ist auch eine Lösung, die wir versucht haben bei diesen drei Abenteuern anzubringen, ist, dass wir hergehen und sagen, wir bauen eine Situation und um diese Situation bauen wir Charaktere und diese Charaktere wiederum haben ein Beziehungsnetzwerk und die haben eine Motivation, die haben Ziele, Träume, Wünsche. Das heißt, auch hier wieder der Grundgedanke der Charakterzentrierung, allerdings halt auf der NSC-Seite. So. Und in diese laufende Geschichte schmeißen wir die Charaktere und gucken einfach mal, was passiert. Ja, da, also irgendwie Hell breaks loose, da findet irgendeine Aktion statt, weiß ich, eine Schlägerei und der eine streitet mit dem anderen, der hat seine Gründe und der nächste verwickelt sich auch wiederum in diese Geschichte und in diese Geschichte werden die Charaktere hereingeschmissen und dann guckt man einfach mal passiert, was passiert. Ja? Entweder schlagen sie sich auf die eine Seite oder auf die andere. Immer in Rücksprache mit ihrer eigenen Charaktergeschichte, in Rücksprache mit ihren Aspekten. Ja, und dadurch entwickelt sich dann am Ende eine sehr individuelle Geschichte. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, Abenteuer generell für Fate zu schreiben oder halt eben die als Spielleiter eine Grundidee zu positionieren, um dann halt eben zu gucken, wo es hinführt. Ja, also da ist dann also im Grunde genommen so ein ständiger Wechsel aus Spielersicht und Spielleitersicht für den Spielleiter da, weil der ja selber auch nicht unbedingt weiß, wie es weitergeht, wenn man klassische oder Kaufabenteuer gewöhnt ist. Aber gut, wir haben ja bei Fate sowieso immer so diesen Wechsel zwischen Spielleiter und Spieler. Ja gut, das ist natürlich auch so eine Sache, die den Wiederspielwert von Fate-Abenteuern immens erhöht. Na, weil, wie Dominik das schon erklärt hat, das Ganze ist so aufgebaut, dass ich eine Grundsituation habe und ein Beziehungsgeflecht und dann meine Charaktere drauf loslasse und sozusagen dadurch dann den Startknopf drücke. Und es kann völlig verschieden ausgehen, je nachdem, welche Charaktere ich halt habe und eine irrwitzig andere Richtung nehmen. Und dadurch, dass die drei Abenteuer auch unterschiedlich aufgebaut sind, die einen komplett ohne Charaktere, nur mit einer Szene oder mit einer Situation oder mit einer Ist-Beschreibung oder in the meanwhile in der Weißmark, während die andere halt eben komplett fertige Charaktere hat und die andere halt eben halbfertige Charaktere hat, tragen wir halt Sorge dafür, dass so jedes der drei Abenteuer für unterschiedliche Einsatzzwecke halt eben auch nutzbar ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt einfach mal direkt schnell einsteigen, wie es zum Beispiel Avola mit ihren orkigen Mädels gemacht hat, dann nimmt man Tentakelfinger mit fertigen Charakteren, kann direkt auf einer Con oder eben bei einem Spielabend direkt losspielen und befindet sich in einem Krimi-Abenteuer. Und wenn jemand sagt, nee, ich möchte, wie du es einleitend schon angesprochen hast, ich bin jetzt vielleicht nicht so kreativ oder ich kenne mich jetzt in der Malmsturmwelt jetzt nicht so aus, weiß jetzt nicht, worauf es ankommt, dann nehme ich halt eben das Abenteuer ohne Charaktere und schmeiße da einfach meine Spielgruppe rein. Und wenn man halt sagt, naja, aber ich möchte eigentlich so ein Mittelding, ich möchte so ein bisschen in Anführungszeichen an die Hand genommen werden und weiß jetzt auch nicht so richtig, wie Malmsturm-Charaktere auszusehen haben oder Sword and Sorcery-Charaktere auszusehen haben, weil die vorherrschende Meinung halt eben ist, Sword and Sorcery ist nur Conan. Ja, obwohl Sword and Sorcery deutlich
ja, intelligenter als das Bild des wütenden Barbaren ist, das wir die ganze Zeit gezeichnet bekommen, also deutlich immersiver, deutlich tiefsinniger ist, kann man halt eben diese halbfertigen Charaktere nehmen und die an für sich so ein bisschen anpassen und da halt eben reinstarten. Das war so die Grundidee. Ja, einmal das und außerdem auch, dass ja, die drei Abenteuer einen jeweils relativ unterschiedlichen Tonfall haben. Wenn wir beispielsweise das Abenteuer im Norden haben, das wäre jetzt die klassische Sandbox ohne vorgefertigte Charaktere. Das wäre, ja, kommt so ein bisschen in die Richtung, wie man sich so eine klassische Fantasy-Sandbox vorstellt. Das Ganze geht um die Insel. Da kommt es zu, ja, merkwürdigen Vorkommnissen. Und man kann jetzt also diese Insel erforschen, dabei einem Plot folgen oder eben auch nicht. Das Weißmark-Abenteuer, das angesprochene Detektiv-Abenteuer, ist da hingegen sehr düster, sehr abgründig. Ja, und das dritte Abenteuer mit den halbfertigen Charakteren kann in zwei Richtungen gehen. So viel kann ich schon mal verraten. Entweder man macht da kosmischen Horror ala Cthulhu draus, ja, oder man zieht das Ganze im Stile eines nicht ganz ernstzunehmenden Italo-Western auf. Okay, also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann könnte ich prinzipiell, wenn ich nicht ganz so kreativ bin, einen Film meiner Wahl nehmen und da jetzt Malmsturm-Charaktere reinschmeißen. Ich habe jetzt gerade so gedacht, das Dorf, The Village, da könnte ich jetzt prinzipiell das Ganze in Malmsturm reinwerfen, gemeinsam mit den Charakteren, und ich gucke, was passiert. Verändern die dann diesen Plot, den es eigentlich in diesem Film gibt, oder wie würde das dann das Ganze das verändern? Das ist eine unter anderem ziemlich gute Herangehensweise. Du nimmst jetzt, wie du sagst, schon den Grundplot von The Village. Den kannst du, was weiß ich, irgendwo in die Weißmark packen oder sowas. Du hast ein kleines Dorf, komplett isoliert von allem. Na, irgendein Monster schleicht um das Dorf herum oder vielleicht auch nicht. Und du hast einen Haufen Dorfälteste mit Dreck am Stecken. Und du lässt jetzt die Charaktere da in dieses Dorf wandern. Und daraus entspinnt sich das Abenteuer. Deine Idee, einen Film zu nehmen, dessen Grundidee oder dessen Handlungsstrang oder was auch immer einen inspiriert oder was man gut findet, kann man im Normalfall nehmen und in Malmsturm reinschmeißen. Das gilt jetzt nicht nur für Malmsturm, das kannst du im Grunde genommen, kannst du das ja auch in Splittermond oder in DSA oder in jedem anderen Rollenspiel machen, sofern die Tropen nicht komplett abwegig sind. Also wenn es jetzt nicht komplett gegen das Genre oder gegen die Spielwelt steht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, so eine Western-Story oder so ein Village-Plot würde sich im My Little Pony-Rollenspiel wahrscheinlich deutlich anders anfühlen. Könnte aber auch interessant werden. Ja, ja, könnte natürlich interessant werden. ja, und man muss halt schauen, wie verwandt sind ja, verschiedene Tropes. Sword and Sorcery und Western sieht auf den ersten Blick sehr, sehr unterschiedlich aus. Na, weil bei Sword and Sorcery denkst du halt irgendwie ans frühe Mittelalter und Schwerter. Ja, bei Western halt an Typen mit Duster und Sechsschüsser. Ja, aber es ist halt von den ganzen Handlungsmustern her sehr, sehr verwandt. Das geht dann unter anderem auch schon auf Conans Schöpfer zurück, der das dann teilweise so gemacht hat, dass er eine Conan-Story umlackiert und dann als Western nochmal verkauft hat. Also, dass das funktioniert, ist altgediegen, würde ich sagen. Okay. Ja, Frage an Werner. Wie sieht denn das jetzt mit einer Zusammenarbeit aus? Wie kann man sich das vorstellen mit Autoren, Zeichnern? Sitzt ihr dann einmal im Monat am Kamin in so einem Herrenzimmer, raucht eine Pfeife und tragt dann eure Tabellen zusammen? Oder wie macht ihr das? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, also es geht bei uns sehr viel organischer zu. Aber das ist ein geiles Bild, das sollten wir machen. Ja, aber ich nehme da eine Zigarre. Okay, wer mietet das Herrenzimmer? Du. Ach, scheiße. Ich stelle da für die Alkoholiker. Ohrensessel, große Zeitung. Ja. Also nur mal als Beispiel, als die ganze Geschichte sehr jung war, also noch vor der ersten Veröffentlichung der ersten Edition und Björn zum Beispiel dazu kam, also unser Zeichner Björn Lenzig, ist es so gewesen, dass von Anfang an ich auch eigentlich keine besondere Lust hatte
und Björn noch viel weniger, dass ich ihm jetzt irgendwelche detaillierten Zeichenvorgaben präsentiere. Ja? Also man kann so arbeiten, und manche Leute machen das, dass der Zeichner katalogweise beschrieben bekommt, wo welche Vase steht, welcher Gürtel wie geformt ist und was genau in welchem Bild auf welcher Seite abläuft. Das hat mich von Anfang an überhaupt nicht interessiert. Ich wollte einen gewissen Effekt haben und einen gewissen Stil. Also habe ich damals angefangen, ja, so Style Guides so ein bisschen zu erstellen, ihm zu erzählen, was ich überhaupt so haben wollte und ihn eben auch einfach mit Material zuzukleistern, damit er so ein bisschen einen Eindruck davon bekam, worum es geht. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, dann mach mal, ne? Gib dein Schlimmstes. Das hat er dann auch gemacht. Und das ist der Vorteil, weil über die Bilder, die Kreaturen, die er teilweise da gemacht hat, bin ich wieder auf Ideen gekommen, ja, Mann, das ist ja hier geiler Scheiß, da musst du irgendwas zu machen und das stärker in der Welt verankern oder überhaupt irgendwas dazu machen, dass das wirklich zum Bestandteil der Welt wird, was er da gemacht hat. Und auf die Art und Weise entwickeln sich sehr viele Sachen bei uns. Und seit jetzt unser Björn, der Björnige, dazu gekommen ist, den habe ich quasi gefunden im Tunnelorn, weil sich da herausgestellt hat, dass in so diversen, wir basteln uns ein Setting-Threads, wir beide sehr gut voneinander, ja, also wir können Sachen voneinander wunderbar abprallen lassen. Ja, das ist dann sozusagen eine Art Ping-Pong-Spiel des Setting-Erschaffens. Das eskaliert dabei immer wunderbar. Zwischen ja, das kann man so sagen. Und das ist auch wieder dann eher so eine Sache, man kann Björn und mich eigentlich irgendwo in Raum sperren oder in Chat-Channel und dann einfach erstmal machen lassen. Ja? Da kommt schon irgendwas bei rum. Und es ist schon etliches bei rumgekommen. Das ist richtig. Das läuft eigentlich ganz gut. Ja, und ansonsten haben wir natürlich Dom, unseren Dompteur, der regelmäßig dann zum Beispiel mittels diverser Online-Konferenzen oder Ähnlichem immer mal wieder seine ganzen Flöhe zusammentreibt. Da gibt es zwar wieder Bestandsaufnahmen, wo sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, was wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten in Angriff genommen, wer ist wie weit. So hüpfen wir dann so langsam von Ast zu Ast. Durchbrochen von stetig neuen Ideen, wer was jetzt gerade Neues in seinem Hirn sich ausdenkt und was man eigentlich noch so machen könnte. Also, also am Ende des Tages, glaube ich, arbeiten wir doch relativ chaotisch mit einer gewissen Ordnung innerhalb dieses Chaos, aber deutlich, deutlich chaotischer, als man vielleicht meinen möchte. Wobei es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder synchronisieren, um unabhängig voneinander arbeiten zu können und aber dann trotzdem auf den Punkt zu kommen. Einfach weil durch diese Synchronisierung jeder mittlerweile weiß, wie Malmsturm auszusehen hat. Optisch, konzeptionell, von den Grundlagen, textlich, also all das. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eines der Geheimnisse von Malmsturm. Ja, wir sind zwar relativ chaotisch, aber es hat sich da doch sehr organisch so eine Art, ja, ich nenne es mal gemeinsamer Vorstellungsraum entwickelt, ja, dass sich aber trotzdem alle in denselben Parametern bewegen. Ja, und wir haben natürlich schon gewisse, ich sag jetzt mal, Tradition ist übertrieben, aber Verfahrensweisen, die sich einfach ergeben haben und die sich auch als funktionsfähig und sinnvoll ergeben haben, die man dann immer mal wieder aktiviert. Ja. Also die Art und Weise, wie man dann anfängt, überhaupt erstmal es grob zu konzeptionieren, wie man anfängt, Texte zusammenzubasteln, an denen vielleicht mehrere Leute arbeiten sollen und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass es nicht bei uns vorkommt, dass wir, vorsichtig ausgedrückt, diverse Seiten da rumliegen haben, um dann zu sagen, so, jetzt schreiben wir das noch 6-mal um. Oh. Aber meistens wird es dann am Schluss doch gut, egal wie sehr man zwischendurch vielleicht flucht. Ja, aber ich glaube, das ist halt der springende Punkt. Ne?
Also, dass der Zielkorridor klar definiert ist. Es soll halt gut werden und es soll Ansprüchen genügen in erster Linie im Team. Das soll nicht arrogant klingen, aber halt einfach verdeutlichen, wie der Gradmesser ist. Wir haben im Team mittlerweile 7 Leute mit unterschiedlichen Ansprüchen, Herangehensweisen, Sichtweisen. Und diesen 7 Leuten soll das Geschaffene aber gleich viel bedeuten. Und das ist halt der Gradmesser. Also schreiben das in erster Linie, dass es uns gefällt und in der Hoffnung, dass es anderen Leuten auch gefällt. Aber ich glaube, dass wir da mittlerweile eine Stufe einfach erreicht haben, wo man sagen kann, wir hauen nicht halbgares Zeug raus oder irgendwie Sachen, die nichts taugen oder die so gar nichts taugen. Ich glaube schon, dass da ein gewisses Quäntchen an Qualität einfach beim Output da ist. Das ist also auch der Grund dafür, dass ihr in den letzten, ich weiß nicht genau, 5 Jahren nichts gemacht habt oder sehr wenig gemacht habt und jetzt auf einmal eine ganze Menge gekoppt. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Wir hatten eine, im Deutschen gibt es das nicht, im Englischen nennt sich das Ganze Issue, also eine Problemstellung, ohne dass die jetzt wirklich tragisch ist. Uns ist auf der anderen Seite zum Glück, ist uns Evil Head mit seinem Fate Core Crowdfunding reingegrätscht, mitten in der Produktion, also kurz nach der Veröffentlichung des Weltenbandes, Malm Sturm die Welt. Also erste Edition. Und zu der Zeit hatten wir schon mehrere Konzepte, halbfertige Bücher und sogar ein Buch, das zu 80% fertig war. Und nach diesem fulminanten Crowdfunding stand einfach die Frage im Raum, ja, und jetzt? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Jetzt haben wir hier Malmsturm die Regeln und Malmsturm die Welt. Beides ist für, beziehungsweise Malmsturm die Regeln ist für Fate 3. Malmsturm die Welt ist ein regelbefreiter Weltenband, der zu 95% aus Fluff besteht. Aber wie machen wir denn jetzt weiter? Machen wir mit Fate 3 weiter oder springen wir auf Fate Core auf? Machen wir ein Mixding oder? Da gab es also ganz, ganz viele Fragen. Und haben uns am Ende des Tages dafür entschieden, mit Fate Core weiterzumachen. Die Konsequenz dessen war, es muss ein neues Regelwerk geschrieben werden. Wenn man sich dieser Konsequenz stellt, kommen direkt neue Fragen auf, wie zum Beispiel, wie soll so ein Regelwerk denn aussehen? Soll es alle Regeln von Fate Core beinhalten? Soll es ein Aufsatz sein? Diverse Fragen, die sich da einfach stellen. Und nachdem wir die Antwort für diese Frage oder diese Fragen für uns gefunden haben, hieß es dann zurück ans Zeichenbrett und dann haben wir uns erstmal verschanzt und ein neues Regelwerk geschrieben mit einer komplett neuen Konzeption. Also Malmsturm, die Regeln war ein generischer Fantasy-Baukasten, mit dem es möglich ist, in jeder Fantasy-Welt zu spielen. Und Malmsturm, die Fundamente, sollte ein Regelwerk für Malmsturm sein. Also ein Fate-Core-Regelwerk nur für Malmsturm. Und um zugänglicher zu sein, beziehungsweise auch nicht großartig dick zu werden und auch maximal viel Inhalt aus der Welt in dieses Regelwerk zu packen, haben wir uns dafür entschieden, Fate Core als Grundvoraussetzung für Malmsturm, die Fundamente, zweite Edition, zu schreiben, sodass du also Fate Core brauchst und Malmsturm, die Fundamente als erweitertes Regelwerk, um in der Welt von Malmsturm zu spielen. Okay, das heißt, ihr habt euch jetzt festgelegt, wie sieht es denn aus? Kommt in der nächsten Zeit noch mehr? Also und wird dann auch was kommt mehr? Ich habe jetzt schon gesehen, ihr wollt T-Shirts rausbringen, Pullover, wie geht's weiter? Ja, T-Shirts und Pullover, das gut ist jetzt nicht
das essentielle Ding von Malmström. Das ist nur Beiwerk und weil Spaß hält, macht. Weil Spaß macht, weil man es selber gern haben möchte, weil es innerhalb der aufgebauten Anhängerschaft von Malmström-Spielern mittlerweile auch einen gewissen Stellenwert hat. Wir werden des Öfteren gefragt, ob es noch T-Shirts gibt. Und dann macht man das halt. Das ist auch deutlich weniger aufwendig, als ein 400-Seiten-Buch zu schreiben. Und von daher, das ist so Beiwerk, einfach weil wir auch haptische Sachen ganz gerne mögen. Also angefangen von irgendwelchen Würfeln und anderen Dingen. Also wir sind ja selber Rollenspiel-Fans und die schöne oder haptische Dinge mögen, und deswegen gibt es halt eben im Malmström-Kosmos halt eben auch solche Sachen. Aber was kommt raus? Wir haben jetzt gerade den Malmström-Städten der Verdammnis-Band veröffentlicht. Und als nächstes soll der Weltenband kommen, also die Neuauflage des Weltenbandes, da die erste Edition verlagseitig vergriffen ist. Was erwartet mich da jetzt zusätzlich zu der Weltbeschreibung aus dem Fundamente-Regelwerk? Eine Menge. Also die Weltbeschreibung im Fundamente-Regelwerk ist tatsächlich nur so ein Teaser, ein Einblick. Mehr ist es tatsächlich nicht, auch wenn es vielleicht schon relativ viel ist. Die Fundamente liefern ja doch schon eine Menge. Man kann mit Sicherheit nur mit den Fundamenten bequem anfangen zu spielen. Gar kein Problem. Aber der Weltenband gibt dem Ganzen halt wirklich Kontext. Massiv. Das heißt, jede dieser drei besonders im Fokus befindlichen Regionen der Welt, der Norden, die Weißmark und das Imperium, bekommen halt wirklich große Kapitel, wo ihr Hintergrund, ihre Geschichte, was es eigentlich mit den dort befindlichen Kulturen, ihren Konflikten und so weiter auf sich hat, klar gemacht wird, wo aktuelle Konfliktherde beleuchtet werden, die sich dort ergeben. Auf Deutsch gesagt, wo könnte man losspielen, wo es schön knallt. Ja, so ein paar Dinge, die vielleicht im Fundamenteband noch ein bisschen kryptisch sind, werden näher beleuchtet. Was ist ein Skrat? Was ist ein Gitrog? Genau, all solche Kleinigkeiten. Es wird viel mehr erklärt über diese ganzen Dinge, die wirklich mehr so angedeutet sind in den Fundamenten. Wo wohnt der Schusterdämon? Ganz so extrem wird es nicht. Also die Adresse von dem Schusterdämon, das dauert noch ein bisschen, bis wir die rausbringen. Aber im Großen und Ganzen geht es in die Richtung. Es geht, wie immer bei Malmström, niemals in, ich sag jetzt mal, enzyklopädische Details. Das war von Anfang an bei uns Arbeitsgrundlage und Richtlinie, auch schon bei der ersten Edition. Was ich damit meine ist, es wird niemals ein Malmström-Regelwerk geben, bei dem man hinterher sagen kann, so, ich habe jetzt gelesen, in der und der Stadt, in der und der Straße sind drei Alchemisten. Der eine heißt Paul und ist verschwägert mit dem Krämer aus der Stadt XY und so weiter und so fort. So was, das Problem, was DSA hat. Ja. Ja, ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter zurück. Es ist halt eben eine Sicht oder unsere Sicht auf die Malmström-Welt, aber beabsichtigt es durchaus, dass dein Malmström-Buch zu Hause in deiner Gruppe dein Malmström ist. Ja. Also allein vom beschreibenden Text her schon. Die Texte sind eigentlich als Anregungen zu verstehen, als ja, es ist, ich glaube, es ist ein Mittelding zwischen Anregung und so ist es. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel ich von Anfang an so viel Text in Form dieser Stimmen oder Schriften in die Bücher gepackt habe. Das sind alles Zitate aus der Welt, aber nicht über die Welt. Und das bedeutet eben auch, dass die nicht alle wahr sein müssen.
Es ist sehr oft klar, dass da Gerüchte erzählt werden, Sagen, Legenden. Und selbst in den Büchern gibt es mehrere Stellen, wo ganz klar gesagt wird, was hier wirklich, wirklich wahr ist, muss letztlich im Spiel entschieden werden. Wir liefern dafür Materialien, wir liefern Deutungsmöglichkeiten und Hinweise und wir liefern auch diverse Theorien und Hypothesen, die in der Welt verbreitet sind. Aber es gibt ganz viele Sachen, bei denen es grundsätzlich nie sowas geben wird wie eine offizielle Antwort. Da möchte ich halt ergänzen, dass das jetzt nicht der Grund ist, also nicht der herzugehen und zu sagen, wir schreiben das jetzt so handwedlerisch, mach's selber oder ja, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, die auch sich in unserer heutigen Welt auch wiederfindet. Unsere heutige Welt oder überhaupt unsere Welt ist ja auch durchzogen von Widersprüchlichkeiten, von Lügen, Intrigen, Sagen, Halbwissen, Halbwahrheiten etc. pp. Und wir sind halt eben auch der Meinung, dass so ein Konglomerat an Möglichkeiten in einer fiktiven Welt dazu führt, dass sich die Welt lebendig anfühlt. Also das ist schon durchaus eine bewusste Entscheidung, zu sagen, dass hier ist alles fragmentarisch, es ist widersprüchlich, es ist vielleicht auch nur punktuell aufgedeutet oder halt eben auch nur in einer Stimme aus der Welt, nicht über die Welt dargestellt. Und da kommen wir wiederum auf dieses Adjektiv, was ich mit Immersion meinte. Das ist eigentlich genau das, wo ich finde, dass die Malmsturmwelt halt eben anfängt zu leben und halt eben immersiv ist. Durch diese Art und Weise, wie man konzeptionell an diese Texte herangegangen ist. Wobei die Stimmen auch immer, das ist die zweite Hauptaufgabe, die diese Textstellen haben. Sie sollen einem nicht nur ein Gefühl für die Welt geben und Informationen vermitteln. Die allermeisten Stimmen sind alle so gehalten, dass sie einem vielleicht die eine oder andere Idee zum Spielen geben. Deshalb sind so viele Stimmen so angelegt, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise um Dinge drehen, die halt für, sagen wir mal, klassische Spielercharaktere und eben auch Spieler interessant sein könnten. Es geht halt immer um irgendwelche Konflikte, Geheimnisse, Schätze, Rätsel, Probleme, aber auf eine Art und Weise, die die Verhältnisse in der Welt so widerspiegeln, dass man vielleicht am Schluss denkt, okay, ich habe ungefähr eine Vorstellung davon, wie das ist im Imperium und dass es anders ist als an den Ufern des Nebelmeers oder in den Gassen von Phanagor, wenn ich von Tentakelfingern gejagt werde. Ja, oder vielleicht als Beispiel, weil genau das auch wiederum so eine Sache ist, die ich total toll finde. wenn du dich dran erinnerst an eine der ersten Runden, es gibt eine dieser Stimmen, die über den toten Wald von Jorn spricht. Und man findet ansonsten in dem Buch relativ wenig über diesen toten Wald. Und irgendwie hat mich das gepackt. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht denn so ein toter Wald aus und warum ist der denn überhaupt tot und wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen? Bis ich dann auf die für mich ganz coole Idee gekommen bin, vielleicht ist diesem Wald ja die Lebenskraft entzogen worden von irgendeinem fiesen Hexer. Ja, gerade in der Sword and Sorcery Welt sind ja Hexer immer so die niederträchtigen Typen, die nur agieren, um ihren eigenen Machtzuwachs zu nähren. Also richtig, richtig egoistisch, denen geht es nur um sich selber, nur um ihre eigene Macht und um den Machterhalt. Und habe mir dann gedacht, was wäre wohl, wenn irgendjemand sich um diesen Landstrich kümmern würde oder wenn dieser Landstrich aus irgendwelchen Gründen wichtig wäre und jetzt jemand diesen
Hexer zur Strecke bringen müsste, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und daraus entwickelte sich dann ein Charakter, ein Plot, eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, das würde ich gerne spielen, aus einer 3 Zeilen umfassenden Stimme. Bezüglich Immersion, ich muss sagen, also das sollte, glaube ich, allen klar sein, die Welt fußt ja auch sehr auf dem Metal, das wird jeder sehen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr euch mal selber Gedanken darum gemacht, Musik für dieses Setting, für Malmsturm zu schreiben oder schreiben zu lassen, das an eine andere Band abzugeben, dass ihr da noch mehr Immersion durch Musik erschafft? Dominik, dein Ja, diese Ideen gibt es und ich habe die auch sehr breit zerlegt. Was wohl wäre, wenn man wenn man Malmsturm musikalisch unterlegen würde. Und ich bin mir über die ganze Sache noch nicht ganz schlüssig. Ich habe da auch mit Helge aus dem Team auch schon drüber gesprochen. Wir wollten eigentlich, dass dieses Thema Metal und Malmsturm nie so groß im Vordergrund steht. Zu spät. Ja. Es war für mich irgendwie von vornherein, es ist einfach Metal. Ich meine, ja. guck dir einfach das Cover an, beziehungsweise das Logo. Wenn du das Logo siehst, ist einfach schon zu spät. Der Zug ist abgefahren. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollten es halt nur nicht irgendwie von uns aus plakativ nach vorne tragen und zu sagen, irgendwie Malmsturm ist ein Metal-Rollenspiel. Gut, wenn man ein Baby in die Welt setzt, dann lernt es irgendwann laufen und selbstständigt okay. sich. Ja, also ja, von daher, das Ding ist, wie es ist, und wenn halt Leute sagen, Malmsturm ist ein Metal-Rollenspiel, okay, gut, dann ist es halt so. Okay. Metal ist der Unterbau. Ja, und oder ein Unterbau. Ja, ein also, Unterbau trifft es, glaube ich, besser. Also es ist ein Aspekt. Es ist auch kein unwichtiger Aspekt, wenn du jetzt mit Metal ums Verrecken nichts anfangen kannst, findest aber Fantasy-Romane von Michael Moorcock und Jack Vance geil, ja, dann kann Malmsturm trotzdem was für dich sein. Total, total. Also du musst Metal überhaupt nicht mögen. Du kannst Metal auch total doof finden. Das soll und darf jeder für sich selber entscheiden. Lemmy von Motorhead hat es ja auch mal ganz schön gesagt, if you don't like it, fuck off. Also sprich, wenn dir halt was nicht passt, dann kümmere dich nicht drum. Ja? Dann interessier dich auch nicht weiter dafür. Ja? Also es ist auch nicht wert, sich dann über solche Dinge irgendwie aufzuregen oder sich dann damit zu befassen. Ne? Ja, und wie gesagt, wenn du Metal nicht magst, okay, in Malmsturm die Fundamente, es wird vielen Leuten aufgefallen sein, sind Metal-Songs drauf drin aufgelistet, ja. Aber wenn es dich halt nicht interessiert, die sind ganz klein und am Rand, du kannst sie prima ignorieren. Zumal, wie müsste das aussehen, so ein Album? Nur eine Band? Mehrere Bands? Ist es dann homogen, wenn du einen Sampler machst? Wenn es nur eine Band ist, welche Spielrichtung benutzt du denn? Da fängt ja dann schon die Problematik an. Es gibt verschiedene Genres, das Metal finden sich auch in verschiedenen Aspekten der Welt wieder. Von daher, wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, ja komm, nehmen wir die breite Masse und machen irgendwie Heavy Metal oder irgendwie sowas in die Richtung. Death Metal oder vielleicht Hair Metal. Ja, aber dann bespielst du halt eben nur diverse Aspekte der Welt. Und das wird dann eigentlich der ganzen Sache auch nicht gerecht. Und dann kam irgendwie auch die Idee auf, naja, man könnte ja vielleicht irgendwie so eine Oper draus machen, so oder so ein Film-Soundtrack, wie zum Beispiel von Conan, ja. Nur das Ganze irgendwie vermetallisiert, ja, also mit schwarzen Spikes irgendwie durchbohrt, ja. Gibt's ja auch zuhauf, also so ist es ja nicht. Genau, also du hast dann da irgendwie vielleicht mal irgendwelche Themen, ja, also so ein ikonisches Riff, das dann da irgendwie so daherkommt und so, aber irgendwie war das auch nicht so das richtig Wahre. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade so ein Gedanke, der gerade mal so 2-3 Wochen alt ist. Ich bin da auf eine Band gestoßen, eine dänische Band, die nennt sich Heilung. Die machen, ja, wie soll man das sagen, Folklore, nehmen alte
Texte, Runentexte und versuchen die zu vertonen. Und das ist eine Geschichte, die mich ziemlich packt, hat überhaupt nichts mit Metal zu tun, ist aber meiner Meinung nach das Album von denen ist, als würde es eins zu eins aus dem Norden kommen. Also in weiten Teilen, nicht jedes Lied, was sie da irgendwie machen, aber so zwei Drittel von dem Album wär in meinen Ohren ist das eins zu eins direkt aus dem Norden. Das ist ganz stark atmosphärisch. Von daher, ja, der Gedanke ist naheliegend, aber ich finde ihn auch in irgendeiner Weise, finde ich ihn auch problematisch, um da eine Antwort zu geben. So könnte das aussehen. Okay. Letzte abschließende Frage. Ihr werdet jetzt viel für den Goldschnitt gelobt, weil es das quasi so noch nicht gab. Meine Frage, wann kommt die limitierte Edition mit Menschenhaut und in Blut geschrieben? Die gibt's schon. Die gibt's schon. Ja, wir haben ja seinerzeit, vielleicht nicht in Menschenhaut und Blut geschrieben, aber wir haben ja zur Veröffentlichung von Malmsturm die Fundamente haben wir auf unserer Website und auf unseren Kanälen gefragt, ob Leute bereit wären, mit uns ich sage jetzt mal eine abgefahrene Kiste durchzuziehen, und zwar halt eine wirklich, wirklich limitierte Version zu machen. Und wir sind also hergegangen und haben mit insgesamt 25 in Echtleder gebundene Malmsturm, die Fundamente, Ausgaben herausgebracht, die mit einer Skulptur versehen ist, des alten Kaisers, und haben da halt eben eine extrem aufwendige Ausgabe produziert, die nur dank ein paar ähnlich verrückten und behämmerten Leuten möglich gemacht wurde. Okay. Ja, dann bedanke ich mich auf alle Fälle für das Interview, und von meiner Seite aus wäre ich fertig. Wenn ihr noch irgendwelche letzten Worte habt, dann könntet ihr jetzt einmal loswerden. Werner. Letzte Worte hört sich so abschließend an. Also wir haben ja noch einiges vor, und wer weiß, vielleicht interviewst du uns ja nochmal. Auf jeden Fall, nee, abschließende Worte nicht. Ich bin eher neugierig auf das, was noch kommt. Dem kann ich mich anschließen. Letzte Worte, das klingt irgendwie so nach letzter Ölung. Und das haben wir eindeutig nicht vor. Na, letzte Woche, ja, spielt Malmsturm. Spielt Malmsturm, alles klar. spielt Malmsturm und sagt uns, was ihr doof findet, sagt uns, was ihr top findet. Erzählt uns davon. Das ist jetzt nicht unbedingt die Aufforderung zum Thema Tell Me About Your Character, aber erzählt uns gerne von Malmsturm, kommt bei uns auf die Seite, haut es in die Kommentare, schreibt uns E-Mails oder sonst irgendwas, weil am Ende des Tages sind wir ja auch nur Rollenspieler. Das stimmt. Und wir sind, muss man sagen, online relativ leicht greifbar. Also wenn man wirklich Fragen hat oder auch mal irgendwie Hilfe braucht bei irgendwas, das geht ziemlich flott bei uns normalerweise. Um es kurz zu machen, sprecht uns an. Ja. Nur ansprechen, nicht anfassen. Alles klar, gut, damit bedanke ich mich, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Tschüss.